Ja, weiter geht's. Der Gips ist drin. Gut zu erkennen. Ja, apropos erkennen. Ihr erkennt jetzt vielleicht, dass es hier ein bisschen dunkler drin ist. Meine Baustrahle hat irgendwie heute Morgen den Geist aufgegeben. Dementsprechend müssen wir jetzt mit dem Restlicht vom Keller leben. Aber ich denke, man kann gut erkennen, die weißen Flecken. Also ich habe den ganzen Kram hier jetzt noch ein bisschen eingepinselt. Hier hinten den Maler Elektrogips verwendet. Dazu habe ich einfach ein bisschen Wasser mit Gips angerührt und das Ganze mit einem ja, mit einem Pinsel ganz leicht aufgetragen. Theoretisch könnte man das auch mit einer Spritze einfüllen, damit das Ganze ein bisschen glatter wird. Ich finde das aber ganz gut, dass es eben nicht 100% glatt ist, weil ich der Meinung bin, das gibt den kleinen Krabblern einfach noch ein bisschen mehr Halt. Ja, was ist sonst noch passiert? Ihr seht, der Stein ist jetzt dunkler geworden. Das Ganze kommt eben dadurch, dass der Stein über Nacht im Wasser gelegen ist. Und das kommt dem Gips zugute, weil den sollte man immer ja, auf einem, ich sag mal jetzt nicht nassen, aber zumindest feuchten Untergrund verwenden. Dadurch entsteht einfach eine bessere Verbindung zwischen dem Stein und dem Gips. Ja, ansonsten habe ich hier noch ein kleines Verbindungsröhrchen liegen. Das kommt später hier oben rein. Ich muss mal gerade gucken, ob ich das hier mit einer Hand hinbekomme. Moment, wie habe ich mir das gedacht? So. Nee, andersrum. So, das wird im Prinzip fast bündig hier reingesteckt. Kommt hier nicht raus. Das ist also jetzt im Prinzip, ich versuche es mal zu zeigen, also genau dieses Stück. Ja, das Ganze wird auch nicht verklebt und da ist so wenig Abstand drin, da kommt also auch niemand durch außen rum. Hat den Vorteil, ich kann hier dieses Stück jederzeit rein und rausnehmen. Da kommt später einfach ein Schlauchverbinder oben drauf. Man muss hier halt ein bisschen aufpassen, wenn jetzt so ein Schlauchverbinder hier benutzt werden würde und man zieht jetzt ein bisschen zu stark an dem ganzen ja, Schlauchsystem, würde im Prinzip hier auch dieser Stopfen mit rausgerutscht kommen. Ich finde das aber trotzdem besser, als das Ganze anzukleben. Ich habe da irgendwie das Gefühl, dadurch bin ich ein bisschen flexibler. Ob das später ja auch so in der Praxis Sinn macht, das wird sich dann zeigen. Ansonsten habe ich hier, ihr seht das Ganze vorher, bevor das eingetaucht wurde, noch ein bisschen abgerundet. Hier im Prinzip auch die ganzen Kanten generell nochmal mit Schleifpapier bearbeitet und mit einem Schleifklotz die geraden Flächen nochmal hier bearbeitet. In Summe macht das jetzt also eigentlich einiges her. Also dafür, dass es nicht von professioneller Hand ist, finde ich es ganz gut. Ja, hier hinten die Plexiglasscheiben, die dürfen wie gesagt jetzt noch nicht drauf. Dazu muss erst der Gips trocknen. Ich werde das ganze Ding jetzt hier nochmal ein paar Stunden auf die Heizung legen. Vielleicht tue ich es auch nachher nochmal in den Backofen. Und ja, dann können die Scheiben auch schon drauf. Bevor die allerdings draufkommen, gibt es noch eine Kleinigkeit zu beachten. Dazu aber später mehr. Hier sind wir nun im letzten Teil des Bauberichtes. Ich hatte vorhin angesprochen, es gibt noch eine Kleinigkeit zu beachten. Damit meinte ich eigentlich nicht beachten, sondern noch eine kleine Idee, die von mir im Prinzip kam. Und zwar ja, hatte ich vorgehabt, das ganze Konstruktum hier im Prinzip mit ja, irgendeinem Granulat oder mit irgendeinem Sand zu füllen. Einfach um ja, die Erfahrung, die ich bei den Lasius Niger gemacht hatte, das heißt, diverse Mülldeponien, die da in dem zu großen Nest angelegt wurden, einfach hier zu vermeiden. Und ja, habe mir hier ein bisschen Sand zurechtgestellt, wobei das, glaube ich, ein bisschen überdimensioniert gewesen ist. Ja, ein Bruchteil davon hat auch gelangt. Ich habe mich jetzt hier für weißen Sand entschieden. Ja, kurzer Hinweis noch, wenn ihr das ganze Zeug hier oder diese Teilbereiche mit Sand füllt, achtet bitte darauf, dass ihr die Scheiben vorher ganz kurz unter lauwarmes Wasser haltet und dann einfach zum Beispiel auf Toilettenpapier kurz drauflegt, aber nicht abwischen, weil das Plexiglas super empfindlich ist, was eben die Kratzer angeht. Ja, wieso Wasser? Einmal um ja, mögliche Staubreste wegzubekommen, die eben beim Schneiden zwischen die Folien gekommen sind, und zum anderen, um das Ganze zu entladen,
weil dann nämlich die ganzen kleinen ja, Staubpartikelchen an der Kla Scheibe kleben und ja, die gehen dann im Prinzip nie wieder weg. So, das ist das fertige Konstruktum hier. Ich habe jetzt hier, wie ihr sehen könnt, ganz normale PC-Schrauben verwendet. Ich tue das mal, versuche das mal ein bisschen ins Licht zu bringen. So, ganz normale PC-Schrauben verwendet, hat wunderbar funktioniert, sieht, wie ich finde, auch nicht schlecht aus, passt eigentlich auch ganz gut. Ja, der Grundgedanke ist ja gewesen, dass im Prinzip durch diesen Einfüllstutzen im Prinzip hier oben die Einwohner quasi ja, ihren Weg finden und dann die Möglichkeit haben, hier unten eben nach links oder nach rechts zu gehen. Ob sie das wirklich als Gangsystem benutzen oder schon eben als Kammern, das wird sich dann zeigen. Wir wissen ja, wir planen das so, aber sie machen es dann doch anders. Und auf der linken Seite habe ich dann auch schon den ersten Bereich vorgesehen, der komplett eben oder die erste Kammer, die im Prinzip als erstes auch belegt werden sollte. Hier oben habe ich das übrigens rausgebrochene dann doch nicht mehr korrigiert. Ja, ich finde, das Ganze macht das Ding eben sympathischer, ist eben mit Hand gearbeitet und ja, ich bin halt kein Profi. Ja, wir könnten jetzt nach links oder auf der anderen Seite eben nach rechts gehen. Und dann seht ihr hier im Prinzip mal die Geschichte, die ich dann vorhabe oder hatte, das Ganze mit Sand zu füllen. Das wäre im Prinzip auch die letzte Kammer. Ich versuche das immer so ein bisschen hier ins Licht zu drehen, die mit Sand gefüllt ist. Funktioniert eigentlich ganz gut. Schön wäre das, wenn das Ganze jetzt natürlich nicht der Schwerkraft nachsacken würde, aber so ist es normal. Ja, und je genauer ihr hier arbeitet, desto weniger fließt im Prinzip auch dann zwischen die Scheibe. Ihr solltet, bevor ihr die Scheibe anbringt, auch nicht zu viel Sand aufbringen, also so einen Millimeter noch Platz lassen. Und zum anderen vor allen Dingen die Auflagefläche vorher mit einem Pinsel säubern, weil, wie gesagt, also Sandkörner oder kleine Steinchen sind ja der absolute Killer für Plexiglas. Also selbst wenn ihr da mit einem kleinen Tuch einfach nur die Scheibe sauber machen wollt, passt das super auf. Also ich mache die Scheiben überhaupt nicht mehr sauber. Ich halte das Ganze dann nur noch neuerdings, wenn überhaupt, mal unter Wasser und lege dann einfach nur noch einen ja, Zewa oder ein Stück Klopapier einfach drauf, lasse das Ganze aufsaugen und fertig. Weil selbst mit diesen Mikrofasertüchern, ich kriege da immer Kratzer rein und es sieht irgendwie schön unschön aus, wenn das ganze Ding im Licht steht. Ja, hier ist der Sand auch ein bisschen nachgesackt. Ich glaube, ich werde es in Zukunft nicht mehr machen. Ich muss mir jetzt erstmal angucken, wie die Einwohner, wenn sie denn überhaupt reinziehen, sich damit irgendwie auseinandersetzen, weil der eine oder andere erkennt es vielleicht schon. Ja, angenommen, hier wird jetzt gegraben, würde im Prinzip hier immer wieder dieser Sand nachsacken. Und ja, ob das so der Sinn der Sache ist, ich weiß es nicht ganz. Entweder hätte man hier die Gänge anders anlegen müssen oder hätte vielleicht ein anderes Granulat verwenden müssen, was grobkörniger ist, zum Beispiel eben Ceramis. Da war ich mir nur unsicher, wenn das dann verwendet werden sollte, werde ich vielleicht auch mal irgendwann ausprobieren. Dass ihr da einfach dann das Ceramis vorher recht gut auswascht, weil bei mir hat es dann damals beim ja, anderen Ytong-Nest einfach unschöne rote, braune Flecken hinterlassen. Ja, Thema Flecken ist auch noch ganz interessant. Ich habe keine Ahnung, ob PC-Schrauben rostfrei sind. Also im Baumarkt weiß ich, verzinkte Schrauben sind rostfrei. Tja, wir müssen uns das hier einfach mal, oder vielmehr ich muss mir das einfach mal genauer beobachten. Ja, ansonsten, wie gesagt, das war's. Also, das ist das ganze Konstruktum in seiner vollen Pracht. Ich bin sehr zufrieden damit. Ihr müsst aufpassen, dass ihr das Ding nicht allzu sehr durchschüttelt, weil sonst eben der Sand möglicherweise in die Zwischenkammern oder in die anderen Bereiche rein sickert. Ja, und ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen ja, die Angst, wenn überhaupt, genommen bekommen, euch daran selbst zu wagen. Ich habe jetzt viele neue Ideen während des Bauberichtes schon gesammelt, habe schon richtig Lust, das nächste Nest zu bauen, vielleicht auch einen Klon von dem Teil und werde auf jeden Fall viele Sachen anders machen. Welche, das ja, müsste ich dann noch mal neu genau zusammenfassen. Aber im Grunde genommen, wie gesagt, ich bin ganz zufrieden damit.
Wenn ihr mir euer Feedback geben würdet, wäre sehr schön. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch einfach. Also ich finde, für mich hat sich die Mühe gelohnt und werde das Ding jetzt auch direkt bewässern und den Messorn dann anbieten. Das dann in einem anderen Bericht. Also, macht's gut, bis dahin und ich würde mich über eure Kommentare freuen. Ciao!